Hallo, ich bin Franziska und heute passt mein Outfit sehr gut zum Thema, denn ich liebe bunte Mosaikfliesen und deshalb werde ich euch heute zeigen, wie ihr dieses wunderschöne Tablett besetzt mit Mosaikfliesen selber machen könnt. Ihr braucht ein Holztablett, das kann ein altes oder auch ein ganz neues sein. Mosaikfliesen aus Glas, die gibt es im Bastelladen und sehr viel günstiger in großen Packungen im Baumarkt. Flüssigen Kleber, Fugenmasse, die findet ihr ebenfalls im Bastelladen oder im Baumarkt. Einen Spachtel, wer den nicht hat, kann aber auch einfach ein altes Messer oder ein hartes Stück Pappe nehmen. Und Farbe für diejenigen von euch, die ihr Tablett anmalen möchten. Türkis ist meine absolute Lieblingsfarbe und deshalb male ich jetzt den Rand des Tabletts von außen und innen mit Türkis an. Und wer ein altes Tablett hat, sollte daran denken, das vorher abzuschleifen, wenn er den Rand anmalt. Das Ganze muss jetzt kurz trocknen, so etwa 1 bis 2 Stunden. Und dann lege ich auch schon mit dem Mosaik los, klebe die Mosaikfliesen in regelmäßigen Abständen unter oder nebeneinander. Und zwischen den einzelnen Fliesen sollte immer so eine kleine Lücke sein. Und man kann natürlich auch schon vorher sozusagen im Trocknen das Mosaik legen, ein Foto machen und das dann später genauso festkleben. Ich improvisiere allerdings und lege das Ganze nach Lust und Laune. Zwischendurch tausche ich Steine auch immer mal wieder aus, solange der Kleber noch nicht getrocknet ist. Und wenn ihr das ganze Tablett mit Fliesen beklebt habt, dann lasst ihr den Kleber erstmal richtig gut trocknen. Anschließend vermischt ihr die Fugenmasse mit Wasser so, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Diese wird dann aufs Tablett getragen und mit einem Spachtel oder irgendeinem anderen flachen Gegenstand verstrichen. Besonders gut muss die Masse auch am Rand und in den Ecken verteilt werden. Und wenn ihr da nicht rankommt, dann könnt ihr auch eure Finger zu Hilfe nehmen. Jetzt schaut ihr nochmal in die Anleitung eurer Fugenmasse, wie lange genau die trocknen soll. Und wenn die getrocknet ist, dann nehmt ihr einen nassen Schwamm und tragt die Reste der Fugenmasse auf den Fliesen ab. Da muss man manchmal ganz schön kräftig rubbeln, aber eigentlich geht das relativ leicht. Vergesst nicht, auch die Innenseite eures Tabletts auszuwischen und mit einem Stäbchen könnt ihr die Fugenreste aus den Ecken kratzen. Zum Schluss poliere ich die einzelnen Fliesen nochmal mit einem feuchten Küchentuch. Fertig ist mein kunterbuntes, wunderschönes Tablett. Und wie immer ein kleiner Tipp zum Schluss, ihr könnt statt Mosaikfliesen auch Porzellanscherben nehmen, also zum Beispiel von kaputten Tellern oder Schalen oder Tassen vom letzten Polterabend. Achtet dabei nur darauf, dass ihr nicht die mit den Rundungen, sondern die relativ glatten Scherben nehmt, damit am Ende das Tablett auch schön flach wird.